In diesem Video geht es um den Abstand zwischen zwei Tönen. Dieser Abstand wird in der Musik als Intervall bezeichnet. Intervalle sind die Grundlage für Komposition, Improvisation und anderen musiktheoretischen Themen. Hallo und herzlich willkommen bei Musikdurchblick. Mein Name ist wie immer Sebastian und die heutige Folge dreht sich um das Thema Intervalle. Ein Intervall beschreibt den Tonhöhenabstand zwischen zwei Tönen, die entweder gleichzeitig oder nacheinander gespielt werden können. In diesem Beispiel sehen wir zwei Töne. Der Abstand zwischen diesen beiden Tönen entspricht einem Intervall. Welches das ist, sehen wir gleich. Die Bezeichnung der Intervalle kommt durch einfaches Abzählen der Tonstufen einer Durtonleiter zustande. Schauen wir uns dafür einmal die Stammtöne an. Die Stammtöne ergeben vom C ausgehend die C-Dur-Tonleiter. Nummerieren wir jetzt alle Noten von unten nach oben, sehen wir, dass es 7 verschiedene Stammtöne gibt. Das obere C beziffern wir mit einer 8. Eigentlich ist es ja der erste Ton der folgenden Tonleiter, aber es klingt eine Oktave höher als das untere C. Das kennst du ja schon von den verschiedenen Oktavlagen. Das dazugehörige Video findest du hier. Oktave, ein gutes Stichwort. Denn die verschiedenen Tonstufen werden jetzt aufsteigend nach genau denselben Nummern benannt, nur nicht auf Deutsch, sondern auf Latein. Wir gehen in diesem Beispiel nun immer vom C als Ausgangspunkt unserer folgenden Intervalle aus. Nochmal zur Erinnerung, Intervalle beschreiben immer den Abstand zwischen zwei Noten, also dem Ausgangspunkt und einer beliebigen anderen Note. Diese Abstände betrachten wir nun in aufsteigender Reihenfolge. Der erste Ton, also der identische Ton C, wird als Prime bezeichnet. Der zweite, das D, als Sekunde. Der dritte, das E, als Terz. Der vierte, das F, als Quarte. Der fünfte, das G, als Quinte. Der sechste, das A, als Sechste. Der siebte, das H, als Septime. Und der achte, das nächste C, als Oktave. Wichtig, das bedeutet jetzt nicht, dass das D immer einer Sekunde und zum Beispiel das A einer Sechste entspricht. Die Intervallbezeichnungen sind von den einzelnen real klingenden Tönen losgelöst. Die Intervalle sind immer relativ zueinander zu betrachten. Wenn wir zum Beispiel das G als Ausgangspunkt nehmen, entspricht das D in diesem Fall der Quinte, also der fünften Tonstufe der G-Dur-Tonleiter. Nach demselben Prinzip funktioniert das jetzt auch natürlich mit allen anderen Ausgangspunkten. Nehmen wir uns jetzt zum Beispiel einfach das F. Der Abstand zwischen F und A entspricht einer Terz, denn das A ist ja die dritte Tonstufe der F-Dur-Tonleiter. In dieser Folge hast du die Grundlage zu Intervallen kennengelernt. Das ist aber noch nicht alles, denn Intervalle müssen in der Musik eigentlich noch genauer bestimmt werden. Wie nennt man denn zum Beispiel das Intervall zwischen einem C und einem Fis? Das erfährst du beim nächsten Mal. Wenn dir unser Video zu Intervallen gefallen hat, dann gib uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniere den Channel, denn freitags gibt es immer um 18 Uhr ein neues Video und bis bald!